Heute spielen wir Frozen Flame, ein Survival-Rollengame, das erst am 17. November diesen Jahres released hat und sich derzeit im Early Access befindet. Ich zeige euch heute hier die ersten Schritte, so ungefähr die erste halbe Stunde, wie ihr da vorankommt, was ihr da tun müsst. Und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, ob ihr euch davon ein Let's Play wünscht. Das Spiel beginnt mit einem Tutorial, bei dem wir das Kampfsystem kennenlernen und die ganzen Tasten dafür. Das kann ich mir natürlich alles nicht merken und deswegen kriege ich in den Kämpfen die ganze Zeit ordentlich auf die Nase. Bam, 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 tot. Nachdem ihr die Tutorial-Sequenz durchgespielt und das Kampfsystem ein bisschen durchschaut habt, springt ihr durch diesen Energiewirbel und habt dann dort die Möglichkeit, euch einen Charakter ganz nach euren Vorstellungen zu gestalten. Wie in den meisten Spielen könnt ihr euch ab jetzt für ein Geschlecht entscheiden, also männlich oder weiblich. Ihr könnt eine Hautfarbe auswählen, wobei ich die rosane echt schön finde und gleich genommen habe. Ihr könnt entscheiden, ob es besondere Merkmale im Gesicht wie Narben oder Schminke geben soll. Die Haarfarbe und die Frisur natürlich, die Augenfarbe und ob euer Charakter irgendwelche Tattoos haben soll und auch in welcher Farbe die Tattoos sind. Direkt im Anschluss an den Charaktereditor trefft ihr auf diese sitzende Gestalt, der euch sagt, dass ihr relativ viel Fleisch auf den Knochen habt und sich wundert, dass ihr euch an nichts erinnern könnt, aber er schickt euch direkt jenseits dieses Portals da und er eröffnet damit auch die Main Story, die sich dann im Laufe der Geschichte wahrscheinlich entfaltet, die am Anfang aber einfach nur kryptisch ist. Die Welt, in die wir nun hineingeworfen werden, nennt sich Arcana und es ist eine uralte Welt, in der es wohl auch mal Drachen gegeben hat, die aber von einem ganz schrecklichen Fluch verzehrt wird. Alleine oder zusammen mit euren Freunden im Multiplayer müsst ihr hier also gegen die Gesichtslosen kämpfen. Das sind, glaube ich, welche, die von diesem Fluch ja betroffen sind. Und die werden als ziemlich dämlich aussehend tatsächlich hier gleich beschrieben. Die Geschichte wird dabei nicht nur von den Personen erzählt, sondern auch von solchen Gedenkstätten, wie ihr links sehen könnt. Hier schwören beispielsweise die Hüter, eben diese verfluchten Gesichtslosen zu bekämpfen, auf die wir auch gleich noch treffen werden. Gleich zu Beginn solltet ihr alles aufheben, was ihr findet, so wie ich hier diesen Stein. Und wenn ihr das erste Mal diesen Gegenstand aufhebt, seht ihr alle Baupläne, die sich für euch dadurch ergeben. Also mit dem Stein könnt ihr beispielsweise hier die Steinaxt oder ein Lagerfeuer herstellen. Mit Tab öffnet ihr euer Inventar und ihr seht alles, was sich in eurer Tasche befindet. Und ihr habt auch einen Herstellungstab, in dem ihr sehen könnt, was ihr schon bauen könnt. Und da seht ihr genau die drei Pläne, die sich eben gerade für uns ergeben haben. Und natürlich bei Freunde könnt ihr Freunde hinzufügen. Über Q habt ihr ein Baumenü, wo ihr euch ein Haus bauen könnt, das wird später noch wichtig. Die Karte liegt ganz standardmäßig auf M und ihr seht, es ist noch relativ überschaubar, das Gebiet, aber wie gesagt, es ist erst ein Early Access Spiel, das heißt, die Inhalte sind noch nicht allzu viele. Wenn ihr dem Weg folgt, dann trefft ihr ganz schnell auf Hornkopf und der gibt uns die ersten Quests, so zum Beispiel uns eben eine Axt herzustellen. Mithilfe dieser Axt sollen wir ein Lager von diesen Gesichtslosen vernichten, denn er berichtet, dass sie alles mögliche klauen und ihm sozusagen seinen Rucksack geklaut haben und den möchte er gerne wiederhaben. Die Steinaxt können wir ganz einfach innerhalb unseres Inventars craften, wenn ihr alle möglichen Gegenstände habt, wie ich, denn ich habe das einfach schon alles auf dem Weg mit eingesammelt. Bitte craftet die Sache aber nicht, bevor euch die Aufgabe gegeben hat, denn sonst müsst ihr das Ganze für die Quest nochmal machen und habt dann zwei Äxte. Sobald ihr einen neuen Gegenstand gecraftet habt, legt ihr ihn automatisch unten auf eine Schnelltaste, wie jetzt die Axt bei mir auf 1, und mit der Axt können wir natürlich Bäume fällen. Auf dem Weg zum Lager von den Gesichtslosen erkunde ich natürlich die Ruinen und das lohnt sich immer, denn ihr seht, ich finde hier direkt irgendwie eine Kiste und da befinden sich gleich mal Heiltränke drin, die man auf jeden Fall braucht, denn das Kampfsystem ist schon recht anspruchsvoll, zumindest für welche, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit diesem Genre von Spielen haben. Neben der Main Story gibt es natürlich unzählige Nebenquests, wie zum Beispiel hier gar nicht weit vom Hornkopf entfernt, könnt ihr eine Quest annehmen, bei der ihr drei Runensteine in unmittelbarer Umgebung aktivieren müsst. Aber Achtung, sobald ihr diese aktiviert, werden diese blauen Leuchtekugeln unglaublich aggressiv und fangen an, auf euch zu schießen. Ihr habt auch nicht unendlich viel Zeit, gegen diese Kugeln zu kämpfen, ihr könntet die nämlich mit eurer Axt einfach zerhacken, aber ihr seht, dass da so ein blauer Balken abläuft. Und wenn ihr diese drei Runensteine nicht innerhalb der Zeit aktiviert, dann müsst ihr nochmal ganz von vorne anfangen. Ihr seht aber, das Ganze hat sich richtig gelohnt. Ich habe dadurch nämlich gleich mein ganzes Level erhalten. Und die blauen Kugeln habe ich einfach danach dann gekillt. Du willst dich mit mir anlegen, die blaue Kugel? Hier, nimm das. Okay. An diesen Bäumen konnte ich natürlich nicht einfach so vorübergehen. Da könnt ihr nämlich mit E-Äpfel aufheben und die werdet ihr gleich noch brauchen. Für jedes Level, das ihr aufsteigt, bekommt ihr einen Punkt und den könnt ihr dann in eurem Skilltree einsetzen. Den ersten müsst ihr in die Mitte setzen und dann habt ihr eigentlich freie Auswahl. Ich habe meinen zweiten Punkt dann auf mehr Leben gesetzt. Aber zurück zur Main Story. Wir sollen ja dieses Lager ausräuchern hier und dabei den Rucksack holen. Und sobald wir es betreten, spawnen auch diese bösen, gesichtslosen Typen.
Ihr seht, da ist immer einer dabei, der auf euch schießt mit einem Bogen und der andere ist eher ein Nahkämpfer. Falls ihr dabei sterben solltet, ist es kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ihr behaltet euer gesamtes Inventar. Der Fortschritt eurer Stufe setzt sich nur einfach zurück. Ui, ich hab ihn. Ich habe hier ganz hauchdünn überlebt und benutze erstmal einen Gesundheitstrank, um meine Gesundheitsleiste links oben wieder aufzufüllen. In der Kiste findet ihr jetzt den Rucksack und die Münzen, die dem gehörnten Freund von uns geklaut wurden, und die bringen wir natürlich jetzt erstmal wieder zurück. Hinter dieser Truhe finden wir so ein paar Pilze und auch die nehmen wir mit. Also ich nehme in solchen Spielen einfach immer alles mit, denn auch die können wir zum Kochen verwenden und mal gucken, was wir da Schmackhaftes rauskriegen. Unser Freund freut sich natürlich über seinen Rucksack und die Münzen, hat aber gleich aus Dankbarkeit die nächsten Aufgaben für uns. Wir sollen ein Lagerfeuer bauen und leckere Sachen für ihn kochen. Im Herstellungstab könnt ihr das Lagerfeuer dann herstellen und ihr müsst einen ganzen Baumstamm da reinlegen, der als Zunder dient. Das Lagerfeuer hat 2 Slots und je nachdem, wie viel Äpfel ihr da reintut, kommen da verschiedene Speisen raus. Wenn ihr einen Apfel da reinmacht, dann kommt dieses Obstdessert raus, was der Typ auch haben möchte. Wenn ihr aber 2 Äpfel auf einmal reinfüllt, dann kommen da nicht irgendwie 2 Obstdesserts raus oder so, was logisch wäre, sondern einfach ein Obstkuchen. Also wer kennt's nicht, wer macht seine Kuchen nicht in einem Lagerfeuer? Mal ganz abgesehen von der Logik, finde ich das Kochsystem aber richtig cool, denn ihr wisst nicht, was rauskommt, bevor ihr es einmal probiert. So könnt ihr auch Pilze reinmachen, einen oder zwei, oder die Sachen auch mischen, ein Apfel und einen Pilz. Je nachdem kommen ganz unterschiedliche Rezepte raus und erst nachdem ihr sie einmal hergestellt habt, wisst ihr, was dort rauskommt und diese ganzen Rezepte werden dann in eurem Kochbuch gesammelt. Freundlich und zuverlässig, wie ich doch bin, bringe ich dem Hornkopf sein Dessert, aber will natürlich immer noch mehr und jetzt soll ich eine Werkbank bauen. Wichtig dabei, diese Werkbank kann ich nicht einfach auf den Boden setzen, sondern dazu muss ich erst ein Fundament im Baumodus setzen. Mir haben für den Bau der Werkbank noch ein paar Baumstämme gefehlt, also habe ich einfach mal 2 ganze Bäume gefällt, um eine kleine Werkbank zu bauen. Ja, richtig gut. Aber dann war es endlich soweit. Ich konnte meine Werkbank setzen und damit haben sich mir ganz neue Baumöglichkeiten ergeben. Nämlich eine Spitzhacke, ein Streitkolben, ein Schwert, ein Stab und ein Bogen. Also alles Nahkampfwaffen bis auf die Spitzhacke, mit der kann ich nämlich jetzt Feuerstein holen. Um diese herzustellen, brauche ich aber Fasern. Ich habe es dann erstmal mit der gewalttätigen Methode versucht, also mit der Axt kleine Büsche umzuhauen. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich meine Wut darüber an dieser kleinen blauen Leuchtekugel ausgelassen, die sich nicht wehren konnte. Aber letztendlich habe ich dann doch noch ein paar Büsche gefunden, nämlich so gelbe, die eigentlich auch total weit vorne am Wegesrand stehen, die ich einfach übersehen habe. Die könnt ihr einfach mit E abernten und dann, voilà, habt ihr auch Fasern. Zuerst habe ich mir also die Spitzhacke gemacht, um den Feuerstein abzubauen und damit die Quest fortzusetzen. Das ist nämlich meine nächste Aufgabe, schön Feuersteine durch die Gegend schleppen. Und dann habe ich mir noch den Stab gemacht, weil ich mir dachte, so rumzaubern durch die Gegend ist cool. Macht euch aber auf jeden Fall direkt ein Schwert. Das habe ich dann leider erst ein bisschen später gemerkt. Der Stab ist als Fernkampfwaffe eigentlich auch ganz nice, der verursacht so einen Feuerschaden, aber damit muss man natürlich treffen und ihr seht, das ist teilweise ein bisschen schwierig. Alle Kreaturen in dieser Welt respawnen nach einer gewissen Zeit und ihr seht ja, ich bin wieder in dem Lager, was ich gerade eben schon ausgeräumt habe und versuche das Ganze mal mit dem Stab. Da das Ganze relativ wenig Schaden gemacht hat, wollte ich dann nochmal mit der Axt reingehen, habe ein paar Treffer kassiert und bin dann leider dabei gestorben. Mein gesamtes Level hat sich dadurch zurückgesetzt, also alle Erfahrungspunkte, die ich ab dem 3. Level kassiert habe. Bin also zurück zur Werkbank, habe mich mit einem Schwert ausgestattet und nochmal zurück zum Ort des Geschehens. Wenn ihr nach einem Tod wieder spawnt, seid ihr jedoch nicht full life. Ich habe also meinen Obstkuchen gegessen aus den 2 Äpfeln und der hat richtig gut HP regeneriert. Ihr seht, ihr kriegt da sogar mehr drauf, als ihr eigentlich ursprünglich hattet und habt das Ganze mit dem Schwert probiert. Und glaubt mir, es ging so viel besser. Also macht euch sofort ein Schwert, wenn dies möglich ist. Wenn ihr die rechte Maustaste dabei haltet, könnt ihr blocken und mit der linken Maustaste führt ihr einen Angriff durch. Wenn diese Flamme über der Ausdaueranzeige komplett gefüllt ist, könnt ihr die linke Maustaste lange halten und macht damit einen super heftigen Special-Angriff, mit dem ihr richtig viel Schaden drückt. Ihr könnt, by the way, diese Kisten zerhacken und da kommt Blut draus, das habe ich am Anfang leider nicht gewusst. Außerdem konnte ich da so eine Flamme aufsammeln und habe dadurch meinen Levelfortschritt wieder zurückbekommen. Stofffußwickel gelernt. Mhm. Auf der Suche nach den Feuersteinen bin ich dann wieder an einem Dorf von diesen Gesichtslosen vorbeigekommen. Na, das kann ich ja nicht blocken, ne? Dem seinen Scheiß-Dingens, ey. Das. Mach ich einfach nochmal Kuchen. Ich habe einfach genug gegen. Okay, irgendeine komische Mullbinde. Stoff. Kann ich für Kleidung benutzen? Einen Fisch. Noch ein Fisch. Lagerfeuer. Und guck mal, mein Leben tickt nach oben. Weil der Kuchen noch drin ist. Hm? Wieder einer. Bam. Geblockt. Und
Und auch hier lohnt sich wieder das Erkunden der Welt, denn in diesen komischen, hausähnlichen Ruinen befinden sich immer wieder Kisten, die doch ganz guten Loot enthalten, der, denke ich, dann später noch relativ wichtig wird. Ausdauertrank. Der ist gut. Ich habe es jetzt schon gemerkt, dass man Ausdauerprobleme hat, auf jeden Fall. Halte. Okay, jetzt habe ich so einen super duper Angriff. Probieren wir es gleich mal. Links halten und boom! Ja, den nehme ich. An einem Berghang fand ich dann aber endlich mein Missionsziel. Ich wette, die kann ich abbauen. Was kommt da raus? Ach, ich muss die komplett abbauen, dann kriege ich erst was raus. Feuerstein, Stein, Stein. Okay, cool. Gib Hornkopf das Feuerstein. Na, dann rennen wir mal wieder zurück zu ihm. Okay. Über die Brücke zurück. Auf dem Rückweg ist mir nochmal aufgefallen, wie schön ich diese Welt eigentlich finde. Klar, sie ist relativ bunt und comichaft, aber ich finde, da bei den Ruinen und so ist sich viel Mühe gegeben worden. Und ich sehe da durchaus Potenzial. Das Grundgerüst passt soweit eigentlich. Und ich meine, das Spiel ist im Early Access. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn es gut läuft, dann noch richtig viele Inhalte dazukommen werden. Ich übergebe dem Hornkopf gerade den Feuerstein. Da hat der Schlawiner schon wieder die nächste Aufgabe für mich. Ich soll zu einem Portal rennen und dort seinen Kumpel treffen. Ja, ich hätte Bock drauf, das hier weiterzubringen. Ich repariere erstmal alle meine Sachen und dann soll es eigentlich auch schon losgehen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bis dahin, alles Gute für euch.